Heute beantworten zwei ganz normale Menschen ganz alltägliche Fragen. Würdest du lieber als Finger Goldfische haben? Und lernen sich so besser kennen. Lieber kein Geschlechtsverkehr. Sind die beiden einer Meinung oder treibt es einen Keil zwischen beide? Okay. Kann ich lieber auf das andere verzichten. Okay, sollen wir das jetzt was sagen? Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurice Kamera. Was geht, Leute? Und wir befinden uns auch heute wieder in unserem Hotelzimmer hier in Thailand in Phuket, wie auch immer das ausgesprochen wird. Wir werden uns heute wieder auf diese Quiz-Couch hier begeben und Entweder-Oder-Fragen beantworten. Ja, wir haben uns beide richtig, ich hoffe, kreative ausgedacht. Meine sind auf jeden Fall mega gut. Ich weiß nicht, wie deine sind, Maurice. Besser als deine. Okay, das werden wir herausfinden. Diese Fragen werden wir uns stellen und mal schauen, was du lieber möchtest. So langsam finde ich diese Couch hier richtig bequem, muss ich sagen. Ist übrigens das letzte Video, was wir hier drehen werden auf dieser Couch. Oh mein Gott, ich hab's echt lieb, ich hab's in mein Herz aufgenommen irgendwie. Ich mag diese rosa Wand. Okay, wir fangen mal ganz harmlos an. Würdest du lieber jede Nacht nur 3 Stunden schlafen und dann den Rest wach sein, aber du wärst halt jeden Tag übel müde, ne, so richtig müde? Oder jeden Tag 15 Stunden schlafen und ja, so den halben Tag verschlafen? Nur 3 Stunden schlafen? Nur 3 Stunden? Ja, safe, hä? Sonst habe ich doch kein Leben. Was? Oha, als ob ich 15 Stunden schlafe. Leute, macht mal bitte mit in den Kommentaren und schreibt mal bei jeder Frage, was ihr genommen hättet. Ich hätte safe 15 Stunden genommen. Was? Wie müde ist man, wenn man nur 3 Stunden schläft? Ja, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Manche Menschen schlafen wirklich nur 2 Stunden und deswegen sind sie so erfolgreich. Zeig mir bitte einen Menschen, der erfolgreich ist, der nur 2 Stunden am Tag schläft. Vielleicht sind es auch 4. Ich weiß nicht. Okay, meine hängt auch mit in der Nacht zusammen. Würdest du lieber jede Nacht um 3.33 Uhr aufstehen müssen und einen Marmorkuchen backen müssen? Oder jedes Mal, wenn du aufs Klo musst, kannst du nicht normal hingehen, sondern du hast immer ein Springseil dann halt dabei und du musst immer mit dem Springseil so dahin hüpfen, weißt du? Also es wäre ein bisschen komisch, aber dann bleibe ich wenigstens fit. Ich werde das mit dem Springseil machen. Was? Oh mein Gott. Obwohl ich einen Marmorkuchen zu backen auch nicht so schlimm finde, weil irgendwann hat man halt so Routine. Und man kann den essen. Ja, ich werde trotzdem das mit dem Springseil machen, dann bleibt man wenigstens fit. Oh mein Gott, wie Absturz. Entweder du kannst das essen, was du willst, ne, und du wirst nicht fett. Du kannst den ganzen Tag essen, was du willst, wie du willst, aber das Essen hat keinen Geschmack. Oder du kriegst immer das leckerste Essen, was du dir vorstellen kannst. Wirklich immer das Beste, aber du hast extreme Gewichtsprobleme. Also wenn du so irgendwas reinhaust, so du musst echt gucken, so nach einer Woche hättest du echt schon 2 Kilo zugenommen oder so. Hä, ich kann mich nicht entscheiden. Was würdest du machen? Hä, ich würde einfach alles essen und meine Traumfigur haben. Mir ist Essen auch nicht so wichtig. Ja, deswegen ja. Hä? Also, aber wenn ich darauf achte, also nur einmal was am Tag esse, dann ist es okay. Ja. Ja, dann also würde ich das machen. Würdest du lieber als Finger Goldfische haben, die jede 10 Minuten furzen? Dann stinkt es halt so eine Minute, oder würdest du lieber an deinen Ohren, was ist das denn, ja, an deinen Ohren halt so kleine Bärchen haben, ne? Und mit jeder dritten Person, die du chillst, würde die einmal so beißen, weißt du? Und du musst halt, das weh? Tut das der anderen Person weh? Ja, schon, ist halt so ein kleiner Biss, ne? Soll ich dir zeigen vielleicht? Herr, so halt. Scheiße. Ja, damit du dir ich das die besser Ohren nehmen. Oh Mann! Ich wollte dir nur zeigen, was ich nehmen wollte. Ach so, danke. Ich würde das auch machen und dann würde ich immer mit jemandem chillen, und dann mit dir chillen, damit die dich beißen. Okay, damit komme ich klar. Oh. Also entweder du kannst immer duschen, wann du willst, also wenn du dreckig bist, du kannst halt immer duschen, ganz so normal. So wie ganz normal. So wie ganz normal, aber nach der Dusche, du riechst immer nach Schweiß. Also egal, wie sauber du bist oder wie oft du dich wäschst, du riechst immer nach Schweiß. Nicht so extrem, dass alle umfallen, aber wenn man neben wer ist denn schon mal von dem Schweißgeruch umgefallen? Oha, wie heftig muss man stinken. Aber schon so, dass man es riecht. Oder du kannst nie wieder duschen, ne? Also du bleibst dreckig, aber du riechst immer richtig gut, so als wenn du dir Parfüm aufgetragen hättest. Also du riechst immer richtig top, also so, dass Leute sogar sagen, oh, du riechst gut. Aber wenn du dreckig bist oder so, also kannst, wenn mir Tomatenketchup so auf mein Bein tropft, du kannst dich nicht abwaschen. Ne? Aber kann ich das dann ohne Seife und ohne Wasser? Irgendwann geht das ja ab. Irgendwann geht's ab, aber du kannst dich halt nicht mehr abwaschen. Also auch wenn du so richtig voll geschwitzt bist nach dem Sport und so, du kannst dich nicht duschen. Aber du stinkst halt nicht. Ich würde das zweite nehmen. Dass ich gut rieche, aber mich nie waschen kann. Ja, das würde ich machen. Waschen nimmt sowieso schon voll viel Zeit weg, deswegen ist das eigentlich eine Win-Win-Situation. Ist eine gute Frage, oder? Ja, aber sind deine Haare dann fettig? Ja, auch. Oh, das wäre Absturz. Aber Trockenshampoo, das ist ja dann nicht richtig waschen. Ich weiß nicht, was das ist. Egal. Von mir aus. Okay, ich nehme das zweite. Würdest du lieber nie wieder Geschlechtsverkehr haben oder lieber einen Arm weniger? Lieber kein Geschlechtsverkehr. Okay. Hä? Was ist das denn? Kein Arm? Hä, das du hast ja noch einen anderen. Wie Abstand ist mit einem Arm rumzulaufen? Niemals. Kein Disrespekt an Menschen mit einem Arm. Ja, ist doch okay, aber ich möchte es nicht so. Okay. Kann ich lieber auf das andere verzichten. Okay, sollen wir das jetzt was sagen? Ja, dass ich meine 2 Arme über alles liebe kann. Okay, und mich? Egal, okay, du bist dran. Würdest du lieber mit YouTube aufhören?
dafür einen gut bezahlten Managerjob bekommen. Oder du könntest YouTube weitermachen, aber keins deiner Videos würde jemals mehr als 10.000 Klicks bekommen. Ich würde mit YouTube weitermachen. Muss ich Videos über 10 Minuten dann machen? Ja. Ja, okay, aber dann würde ich jeden Tag welche machen. Ich würde so streamen und so, weißt du? Und dann so... Irgendwie sowas in der Art. Gegen einen gut bezahlten Managerjob? Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu managen. Diese ganzen Manager, die kriegen so Probleme und so, weißt du? Ich mache lieber so das, was ich lieber mache, weißt du? Das musst du jetzt auch sagen. Würdest du lieber jeden Tag eine Zitrone in dein Auge pressen? Liebe Grüße an Zitronensohn. Oder lieber jeden Tag deinen Finger, also deinen kleinen Finger, in 100 Grad heißes Wasser tauchen für 2,5 Sekunden? Lieber meinen Finger in heißes Wasser machen. Okay, aber dann verbrennt der jeden Tag Stück für Stück und dann nach 10 Jahren hast du keinen kleinen 100 Finger. Grad halt, das ist kochendes Wasser. Ich meine 250 Grad heißes Wasser. Du kannst es doch nicht ändern. Ja, also aber dann nach 10 Jahren hast du keinen kleinen Finger mehr. Ja, dann würde ich das mit den Zitronen nehmen. Aber bei den Zitronen... Oh, dann habe ich keine Augen mehr. Ja, okay. Komm, nein, zur nächsten Frage. Aber bei den Zitronen wäre es halt so, dass du danach immer richtig rote Augen hast und dann jedes Mal, wenn Polizei an dir vorbeifährt, halten die an und fragen, ob du halt gekifft hast. Okay, und willst du noch jeden mehr Tag einen Drogentest machen? Und dann jeden dritten Tag fliegt ein Flugzeug auf meinen Kopf und ich darf nur noch Pfannkuchen essen. Was ist das für eine Frage? Das würde ich nehmen. Wir kommen zur nächsten Frage. Okay, würdest du lieber nie wieder Schokolade essen dürfen oder du dürftest nur noch technische Produkte nutzen, die richtig schlecht wären? Also sowas wie dein ganz alten Laptop. So. Nie wieder Schokolade essen. Ja? Ja, also ich werde auch auf jeden Fall nicht nochmal, ich will mein MacBook auf jeden Fall behalten und ich will auch auf jeden Fall mein iPhone behalten, weil das regt mich richtig auf, wenn irgendwas nicht funktioniert bei Technik. Lieber als Schokolade. Es gibt ja auch nie wieder Schokolade. Ja, nie wieder also Schokolade. Nichts, was auch keinen Schokoladenkuchen oder nichts, was mit Schokolade zu tun hat oder wo Schokolade drin ist. Ja. Okay, gut, krass. Dass das alles nur ein Spiel ist. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, ja, aber das, ganz ehrlich, das andere würde mich viel zu sehr aufregen. Und weiße Schokolade? Kim, keine Schokolade. Würdest du lieber ein Eis aus Fußschweiß essen oder aus Achselhaarkonzentrat? Aus Fußschweiß. Ja, ich hoffe, das ist dann so halbwegs salzig, dass es vielleicht ein bisschen okay geht. Ja, was? Hä? Achselhaarkonzentrat. Als Topping sind noch so ein paar Achselhaare draufgelegt. Was sind das für Fragen? Wollen wir jetzt ein Eis essen gehen? Nein. Also entweder jedes Mal, wenn du runterschluckst, also Essen runterschluckst oder trinken, musst du richtig laut furzen. Oder du musst jeden Tag ein Müsli essen, aber anstatt Milch ist da Pipi von jemandem Fremden drin. Und du musst jeden Tag aufessen. Das erste? Jedes Mal. Ich trinke doch nicht jeden Tag Pipi von jemandem Fremden. Wenn jemand dabei ist, kannst du niemals essen. Bei jedem... Doch, ich würde der Person sagen, hey du, ich habe ein kleines Problem. Ich muss jedes Mal furzen, wenn ich runterschlucke. Und dann sagt sie, okay, das ist komisch, aber ich verstehe das. Aber deswegen würde ich doch nicht jeden Tag Pipi trinken. Würdest du lieber ein Video von oder ein Foto von dir posten auf Instagram für 10 Minuten, wo dein Pimmel in einem Staubsauger steckt, ne? Und du guckst halt so... Oh, oder würdest du lieber für dein ganzes Leben lang, immer wenn du irgendwas anfährst, ne, da würdest du so eine Schleimspur hinterlassen, weil halt so Schleim und so. Ich werde das Foto posten, das ist glaube ich ganz witzig und erregt für Aufsehen. Und erregt auch andere zum andere Sachen ich glaub, machen. Ich glaube, ich werde es ganz lustig finden. Okay, wollen wir es machen? Nein. Ach so. Okay, würdest du lieber in jedem Schuh, den du trägst, Rasierklingen drin haben oder 40 Piercings im Gesicht haben, die du durchgehend halt drin haben musst? Aber ich kann doch dann nicht gehen, oder? Doch, du kannst gehen. Das tut aber halt jedes Mal weh. 40 Stück. Also schon, dass dein ganzes Gesicht voll ist und dass jeder so denkt, oh shit, was hatten sie gemacht? Ich könnte hier schon mal 8 und da 8. Das sind schon mal 16. Ich würde die 40 Piercings im Gesicht nehmen. Okay. Leute, schreibt auf jeden Fall, was ihr machen würdet. Das würde mich übel interessieren. Das wäre echt witzig, das mal mit jemandem von euch aus der Caramella-Crew zu spielen. Bist du behindert, Mann? Wie kann man einen so... Oh Mann, jedes Mal, wenn wir Horrorfilm gucken, macht er so... Und dann erschreckt mich auch. Ey, es klappt auch jedes Mal bei Kim, ne? Okay, würdest du lieber jeden Morgen nach dem Aufstehen einen Fallschirmsprung machen, ne? Jeden Morgen. Oder würdest du lieber den ganzen Tag eine Windel tragen und deine ganz, also dein ganzes Geschäft immer da reinmachen und abends muss dich halt jemand sauber machen und so, ja. Würdest du das machen? Nein. Dann würde ich lieber jeden Morgen Fallschirm springen. Ehrlich? Boah, direkt so aus dem Bett, stell dir vor, du hast dein Bett im Flugzeug und dann gehst du raus. Oh mein Gott, das wäre zu krass. Okay, ja, ich würde das machen. Du? Ja, hey, Fallschirm, voll geil. Oh, aber voll schlimm, irgendwann ist es richtig Standard. Du putzt so währenddessen Zähne und so, ja, schon wieder. Ich hätte echt gedacht, dass du dich lieber einscheißt. Warum? Ich dachte, du sagst so, ja, ist doch praktisch, wenn mich dann jemand sauber macht und so. Ich dachte, es gefällt dir, weil du findest eh so
auf Toilette gehen voll lästig. Und du scheißt dich auch gerne ein eigentlich, wenn ich so zurück... Hä, was laberst du für eine Kacke? Doch, weißt du noch? Hä, weißt du noch, wo wir in Sydney waren? Witzig. Wir hatten ja keine Toilette. Hä? Darf ich das nicht erzählen? Bist du dumm? Ich würde, es gibt keine Story. Er macht das einfach nur so. Bei 20.000 Likes erzähle ich die Story. Bei 20.000 was? Likes. Ich würde es gerne jetzt erzählen. Nein, Mann. Hä, was laberst du? Würdest du lieber für immer als Kopfbedeckung so eine halbe Kokosnuss haben, ne? Und als kleines Extra, Leute können Strohhalme in dich reinstecken und können so von dir aus so ein bisschen schlürfen, ne? Und du würdest in jeder Bar immer mit deinen Freunden sein und niemand mehr würde sich was bestellen, weil alle immer nur an deiner Kokosnuss sippen. Oder aus deinem Nippel würde jede Stunde so ein Shot rauskommen, so ein Shot, und du musst dir so trinken und dann wärst du abends halt betrunken. Wie aber doll, du könntest so Shots doll, auch auf Partys verteilen. Wie doll betrunken? Ja, schon so. Nee. 0,5 Promille. Ich werde lieber das mit der Kokosnuss nehmen. Aber dann würde jeder immer dein Strohhalm in dich reinstecken. Jeden Tag betrunken sein, darauf hätte ich gar keinen Bock. Ja. Voll Absturz. Also, kommen wir zu meiner letzten Frage. Hättest du lieber eine Glatze oder so richtig so Mini-Augen? Also so richtig Mini-Mini-Augen. So richtig. Oh nee, man sieht so richtig scheiße mit Mini-Augen aus, Alter. Safe eine Glatze. Safe. Oh mein Gott. Stell dir vor, also ich könnte, wenn ich Mini-Augen habe. Aber eine Glatze würde auch so scheiße. Ja, okay, aussehen. Aber es gibt auch noch Mützen. Ich bin auf jeden Fall viel schlauer als vorher und weiß Dinge über Maurice, die ich vielleicht auch gar nicht wissen wollte. Aber okay, schreibt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche lustigen Fragen habt. Und das war's mit dem Video. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall diesen Channel abonnieren, denn es kommen immer coole, neue, lustige Videos. Also ich finde sie eigentlich ganz lustig. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, haut rein. Tschüss.